Ja, herzlich willkommen auf dem Vater-Sohn-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns kurz gefragt, ob wir das heute überhaupt machen, aber ich glaube, wir haben einiges zu sagen, sind ein bisschen angefressen, aber ich glaube, da Ja. sind wir nicht ganz alleine. Und was wir zu sagen haben, wie immer nach dem Intro. Bis gleich. Ja, 3-0 heißt es am Ende für Erzgebirge Aue. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Durchaus verdient auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, als allererstes muss man erstmal sagen, macht euren Ärger mal unter dem Video Luft. Ja? Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel gehalten habt. Meiner Meinung nach war das ja, noch viel schlechter als das Stadtderby letzte Woche, was wir verloren haben. Es war einfach gar nichts da. Wir wollen heute mal, glaube ich, keine Spielanalyse tätigen, weil ich glaube, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Ja, was sagst du zum Spiel? Ich habe so die Faxen, Dicke. Ich habe so die Faxen, Dicke. Ich dachte letzte Woche, okay, scheiße gelaufen, Ausrutscher, bisschen klargekommen wieder in der Woche. Ich schlafe seit 2 Tagen wieder. Und dann besonders Spieltag hier in Aue, ja. Da hast du in der heute keine Zahl. Du hast heute nicht einen auf dem Platz gehabt, ja, der diese gottverdammte Raute auf der Brust verdient hat. Ich nehme vielleicht noch Heuer raus, ja. An dem lag es heute nicht. 3 Tore. Es ging los mit der Aufstellung. Ich bin, wie, du zeigst mir die Aufstellung. Da habe ich mich, das ist ein Karnevalsscherz hier. Ich weiß nicht, was Hacking sich dabei gedacht hat. Ich meckere nie über den Trainer, ja. Aber ich weiß nicht, ob ein Hand wieder in der Startaufstellung, er hat es heute wieder gezeigt. Junge, geh in Rente. Es macht keinen Sinn. Der ist zu alt, der verschleppt die Bälle. Der schläft, ich weiß nicht, ob der müde ist vom Geld zählen, ich weiß Ich, es nicht. und was wichtig ist, Hör er auf! hat die Binde an, Ja, ne? die Binde, Das ist ja. ein Fehlen nur noch die Capitano. 3 Punkte drauf, dann. Das ist ein Capitano, Ja, der muss genau. normalerweise die Mannschaft führen, der muss sie leiten. Und wenn man 1-0 in Rückstand gerät, tut mir leid, muss die Körpersprache gerade beim Kapitän doch mal ansatzweise da sein. Da war gar nichts. Zu Fuß Nichts. können die nach Hause Nichts. laufen heute. Zu Fuß! Nix Bus, Bahn. Zu Fuß. Also das. Nee. Unfassbar. Wir haben gar keine Worte dafür. Nee. Wirklich überhaupt nicht. Das wird, glaube ich, Spielerisch. vielleicht auch das schlechteste Video Ja, heute, ja, ja. weil nur noch Frust drin Ja, ist. ja. Und spielerisch heute, Aue war kein guter Gegner. Aue hat einfach nur Gras gefressen und geguckt, ja, da geht heute was. Natürlich. Die haben die Zweikämpfe angenommen. Damit fing es an. Die war Jung, in ja. jedem. Warte mal kurz. In jedem Zweikampf waren die dran. In jedem Zweikampf. Wir haben nur auf die Socken bekommen. Und klar, wenn du jetzt Jung noch mal gerne reinnehmen möchtest, was der sich da geleistet Da hat, tut mir schwebt leid. er wie ein Tut mir Vogel leid. durch den 16er Tut und mir hat leid. schon gelb. Macht doch die Sache nicht leichter, oder? Ne. Das weiß ich doch. Ich weiß nicht, ob den irgendwo, allen irgendwo eine Zelle fehlt. Ich weiß es nicht. Und manche tun mir wirklich leid auf dem Platz. Also wirklich. Ich sag mal so, ein Bayer heute auch. 400 Fehler, ja? Aber der ist wenigstens noch bis zum letzten Rest noch. An dem lag es dann auch nicht. Ich sage mal nur, aber die Einstellung heute, 10 Spieler auf dem Platz. Das war gar nichts. Tut mir leid. Und ich bin mehr als enttäuscht. Und heute wirf ich auch das erste Mal dem Trainerteam die Aufstellung vor. Ich hätte dieselben Versager aus dem Derby, hätte ich heute aufgestellt, um die Scheiße, ja, oder die Kohle wieder aus der Scheiße zu holen, um das wieder gerade zu biegen. Aber nein, es wird wieder umgestellt. Es wird wieder neu versucht. Ja, und was ist da wieder rausgekommen am Ende? Dieselbe Scheiße wie vorher auch. Ja. Ich bin's leid. Ich bin's wirklich leid. Stuttgart heute verloren. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Wir gucken nicht auf andere. Aber die spielen ja alle noch für uns, ja? Und wir kriegen selber nicht gebacken. Nicht mal in Aue. Alleine Aue. Ja, aber die haben sich's Ich verdient. Die haben haben sich's am Ende durchaus natürlich. verdient. 3-0. Natürlich. Keine Frage. Das war einfach eine Ja. katastrophale Leistung. Ich glaube, ich muss Und morgen auf heute Entschuldigungstour gehen, aber. hättest du ja einen riesen Schritt machen können. Du hättest diese schlechte Stimmung in der ganzen Stadt, hättest du heute mal wieder komplett ad acta legen können. Und dann lieferst du so ein Spiel ab. Also wirklich, wenn es mal spielerisch nicht läuft über eine gewisse Phase, okay, ja.
Aber die Einstellung, und die möchte ich heute, ich habe sie letzte Woche nicht bemängelt, die will ich heute auf jeden Fall bemängeln, weil das war überhaupt nichts. Das war nicht mal ansatzweise 50% Einstellung. Überhaupt nicht. Bin ich voll bei dir. Am Ende, also, am Ende werden wir wieder an diesem Wochenende mit Frust durch die Gegend laufen und versuchen, dass nächste Woche wieder alles besser wird. Ja. Aber ich kann es halt nicht mehr hören. Nächste Woche besser, jetzt kommt Regensburg. Ja, also ich weiß nicht, Regensburg, ich habe mich auch noch ganz schlechte Erinnerungen. Ich glaube mal, ich weiß nicht, irgendwie so 0-5 habe ich da auch mal irgendwie noch im Hinterkopf. Uns fehlen heute oder mir fehlen heute explizit die Worte. Ich würde sie jetzt zu Fuß nach Hause laufen lassen. Und das funktioniert so nicht mehr. Also die Einstellung, so wirst du am Ende nicht aufsteigen. Da wirst du sogar vielleicht nur Vierter oder Fünfter. Und es ist wieder traurig für die Fans. Die Mitgereisten, die wieder 2000 waren da, Kontingent ausgeschöpft, ja. 15.000 im Stadion, glaube ich. Die Verantwortlichen, anstatt diese Umstellerei, diese ganze Scheiße, was die sich dabei denken, du solltest auch langsam mal deine Handschrift finden. Du kannst nicht jede Woche neu umstellen und immer wieder einen neuen Fußball spielen. Die Ecken habe ich heute wieder gesehen, die haben wir letzte Woche auch bemängelt. Es ist noch nicht eine gefährliche Situation entstanden. Wir haben 90 Minuten heute kaum eine Torschance erarbeitet. Ja, bis auf Bayer kurz vor Halbzeitende. Genau, aber zweite Halbzeit war gar keine mehr. So. Nicht eine Torschance. Also stelle ich mir die Frage, wow, ist das aufsteigswürdig, was die hier abliefern? Ja, aber am Ende, ja. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, traurig. Als HSV-Fan kann man das Wochenende definitiv abhaken. Ja, schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wie ist eure Gefühlsmeinung? Ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Wir wünschen euch noch ein trotzdem schönes Wochenende und denkt dran, scheißegal, was ihr macht. Ja, aber am Ende kommt wieder und schaltet ein und wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.